Hallo liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für Juli 2024. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Lasst uns mal schauen, was hier für Energien und Botschaften fürs Stierkollektiv durchkommen. Ja, was wir hören dürfen, was wir sehen dürfen. Ja, es ist eine allgemeine kollektive Legung. Bedenkt es, ne, für persönliche Einblicke nimmt natürlich persönliche Legungsangebote in Anspruch. Und ja, Zeit ist natürlich fließend. Ihr seid alle an unterschiedlichen Stellen und wir schauen jetzt hier auch auf eine kommende Zeit. Natürlich wird manches dann erst verständlicher, wenn wir ja auch später noch mal hineinschauen, einen Blick werfen auf das, was sich dann schon zugetragen hat. Ja, schauen wir, welche Thematik steht hier für die Stiere an. Waterflight, Heaviness lifts, Burdens are cast away. Weightlessness, na, das klingt doch schon mal gut. Der Wasserflug. Ja, vielleicht gehst du hier in Urlaub, ne, ans Meer, genießt das Wasser, die Leichtigkeit. Ja, die Härte und Schwere, die wird aufgehoben. Ja, die wird erleichtert und ja, auch Grenzen werden und Bürden, Lasten werden weggenommen. Ne? Ja, das klingt doch schon mal gut. Geradezu schwerelos, ja, wirst du hier. Das ist klasse. Vielleicht hast du selber sehr daran gewirkt, dass etwas Schwieriges hier auch zu Ende kommen kann, wirst unterstützt hier einfach auch und ja, spielen die Umstände gut mit hinein, dass sich jetzt etwas für dich wunderbar erleichtert und du dich geradezu schwerelos fühlst. Wir haben hier die als Zahl die 14 mit angegeben. Ja, es erinnert sehr an die Mäßigkeit in der großen Arkana des Tarot. Da geht es ja um Heilung, um ja auch in sich eins werden, aber auch Gespräche von Herz zu Herz. Vielleicht kommt hier Erleichterung auch hinein in Beziehungen durch etwas, was sich klärt, durch Verbundenheit, die sich einstellt, auch Zeit, die ja zur Verbundenheit im Miteinander beiträgt, ne? Habt ihr vielleicht auch gemeinsam mit anderen zusammen schwierige Zeiten durchlebt und jetzt wird es leichter, spielerischer, flüssiger, gefühlvoller. Ja, schauen wir noch weiter. Oh, da will sich schon eine zeigen. Guck mal an. Ja. Die hat sich doch gleich mal rumgedreht. Und das Tarot holen wir natürlich auch noch dazu. Ja, was ist die Lernaufgabe für die Stiere im Juli, für das Stierkollektiv? Schauen wir doch mal. Das Buch, ein neues Lebenskapitel darfst du aufschlagen. Ja, ist das die Lernaufgabe? Ein neues Kapitel zu beginnen, ein neues Lebenskapitel, etwas hinzuzulernen. Vielleicht auch, vielleicht startest du hier eine Weiterbildung, bist jetzt ganz erleichtert, dass hier vielleicht auch die Bewilligung hineinkommt. Ein Kennenlernen, nicht nur eins, vieles Kennenlernen kann stattfinden, gilt es auch, sich kundig zu machen, Informationen einzuholen und ja, Dinge auch in die Aufklärung zu bringen. Es ist vielleicht auch hier und da eine Herausforderung, mit Geheimnissen umzugehen, ja, das, wie sich jetzt hier plötzlich alles einfach auch lüftet und erleichtert und der Knoten löst, ja, aber naja, spürst du durchaus auch schon so mit innerem Wissen, ja, und darfst das natürlich einfach auch lernen, dass du hier gut unterstützt bist von der göttlichen geistigen Welt, ne? Gerade auch auf Heilungswegen, auch für dich persönlich, vielleicht auch, ne, im körperlichen, gesundheitlichen, aber auch im zwischenmenschlichen. Ne? Hier kann es vielleicht auch zur Versöhnung kommen, wird die Zeit miteinander wieder leicht, gibt es Erleichterungen. Ja?
Schauen wir mal. Und natürlich stellt sich vielleicht auch Erleichterung dahingehend ein, dass du jemanden kennenlernst. Ne? Gerade auch in der Liebe, jemanden, mit dem du hier ganz verbunden bist und auf einer Wellenlänge es ganz leicht ist. Ja? Das ist immer ein wundervolles Signal dafür, dass ja, hier jemand auch gut für einen ist oder man gut miteinander auch klarkommt, ne? Wenn etwas leicht geht. Ja, guck mal hier, die Blumen, Treffen, Dates, Einladungen, Termine, Antrag. Ja, auch das, dein eigener Selbstwert natürlich, deine eigene Wertschätzung, aber auch die gegenseitige Wertschätzung spielt hier eine Rolle. Ja, schauen wir mal. Page der Schwerter, ja, das kann hier ein Kennenlernen sein, ne? Page der Schwerter. Gibt es vielleicht eine Einladung, vielleicht ein zufälliges Treffen auch, ne, bei einer Feierlichkeit. Ja, geht es hier Richtung Kennenlernen, sich gegenseitig kennenlernen, gerade auch in der Beziehung, aber vielleicht auch im Beruflichen. Ja, vielleicht bist du auch die oder derjenige, ne, der hier ausgewählt wird, unter vielen Bewerbern sehr gewertschätzt wird und darfst hier ja, entweder eine Weiterbildung starten, die dich sehr glücklich macht und so richtig zum Aufblühen bringt, oder eine neue Arbeitsstelle vielleicht. Ne? Ist deine Bewerbung geglückt? Wirst du angenommen? Vielleicht bekommst du ja auch das Geschenk eines Kindes. Ja, schlägt sich dahingehend ein neues Lebenskapitel, ein neues Lebensbuch auch auf. Lernt ihr euch sozusagen kennen. Ne? Aber ja, über dich selbst wird dir hier auch vieles bewusst und gewiss, vieles klar, ja, was dich zum Abblühen bringt, was dir wohltut. Ja, vielleicht hast du eben auch eine, wirst du eine bestimmte Entscheidung treffen, die wirklich gut tut, die Erleichterung hineinbringt. Ne? Ja, ganz zu dir selbst zu stehen, ne? Zu deinem eigenen Selbstwert, zu dem, was dir am Herzen liegt, was dir wert und wichtig ist. Ja, und bringt das Lichtheit und Klarheit, Helligkeit hinein. Ja, vielleicht hinsichtlich eines Antrags in der Liebe. Ja. Kommst du hier zur Entscheidung, startest mit einer Entscheidung, ne, auch zu gemeinsam einem neuen Lebenskapitel. Ja, schauen wir. Oh, guck mal, ein Kind. Ja, das Kind haben wir hier. Das kann für ein Kind tatsächlich stehen. Ja, vielleicht entscheidest du dich auch, ne, für Nachwuchs oder ihr euch gemeinsam dann. Oder kündigt sich hier tatsächlich ein Kind an? Bekommst du ein Kind sozusagen geschenkt? Ist das vielleicht auch sehr erleichternd? Vielleicht, ja, habt ihr sehr darauf hingewirkt, dass ihr Nachwuchs bekommt, dass du Nachwuchs bekommst. Aber auch hinsichtlich eines Neustartes insgesamt oder auf anderen Ebenen natürlich auch, ist hier wundervoll etwas an Möglichkeit angezeigt. Ja? Und mit der Hohen Priesterin haben wir eine Schutzkarte. Ne? Ja, dein Kind ist natürlich geschützt und wirst du dir darin auch innerlich gewiss über die Verbundenheit, ja, aber auch hinsichtlich eines Neustartes in einem anderen Bereich, im Beruflichen, in der Beziehung. Ja, bist du dir ganz im Klaren und im Reinen mit dir selbst? Startest du ganz konkret auch, vielleicht berufungsmäßig auch, ne? Oder beruflich zumindest, mit etwas, was dir ganz entspricht, ne? Was deinem Spirit entspricht. Ja, vielleicht ist es Spiritualität im engeren Sinne, aber ja, natürlich auch im weiteren Sinne etwas, was dir ganz entspricht, ja. Wird dir das bewusst zum einen und kannst du dann ganz konkret damit starten, aber
Ja, vielleicht baust du es hier einfach auch aus. Ne? Ne, Spiritualität im weiteren Sinne ist etwas, was dir entspricht, was du magst und willst. Ja? Und hier kommt dann tatsächlich auch entsprechende Verbindlichkeit hinein, Verträge. Ja. Ja, wir haben hier sehr viel Neustartenergie. Auch die Hohepriesterin ist noch so anfängliche Energie. Ne? Aber eben eine, die, wo die Entscheidung schon getroffen ist, wo du schon losgegangen bist. Ne? Und das Kind macht ja stolpernde Schritte, aber neugierig und begeistert. Und ja, gehst du deinen Weg hier ganz neugierig und begeistert. Ja? Holst dir hier vielleicht eben auch noch mal Informationen ein, ja, bekommst eine Bewilligung, eine Bestätigung, kommt es zu Vertraglichkeiten im beruflichen, ne, wird dann hier Arbeitsvertrag vielleicht geschlossen, ganz konkret. Ja, und das, was in der Beziehung auch miteinander startet, ja, schau es dir in Ruhe an natürlich, aber du hast hier, bekommst hier das innere Empfinden, schon ganz die innere Klarheit, dass das wohltut, ne? Dass das einfach wohltut, dieses Miteinander und gerade auch Kommunikation miteinander hier nochmal sehr wichtig sein wird, ne? Neunter Kelche. Ja, Wunscherfüllung, Zufriedenheit, Glücklichkeit, eigene Erfüllung, Fülle. Ja. Ja, hier stellt sich einfach Zufriedenheit und Fülle eben auch mit einem Kennenlernen ein. Ja, wie gesagt. Die Kommunikation untereinander ist hier wunderbar, wohltuend, erfüllend, harmonisch. Ja, es sind jetzt nicht die 10 Kelche. Ne? Dich macht es auf alle Fälle glücklich, aber das macht den anderen, das Gegenüber natürlich genauso glücklich in der Beziehung. Ne? Die innere Verbundenheit, die ist einfach sehr stark. Ne? Von daher. Ja, sehr wohltuend und macht die Kommunikation einfach auch schon deutlich, ne? Hier startet etwas sehr Großes miteinander, ein großes Kapitel, ne? Ja, hinsichtlich Kind kann es sein, dass du hier bescheinigt bekommst tatsächlich, dass der Nachwuchs sich wirklich auf den Weg macht. Ne? Du spürst es hier intuitiv natürlich einfach auch schon innerlich und ist es auch geführt, geschützt, gesegnet. Aber hier wird es dann auch nochmal, bekommst du es bestätigt. Ne? Und mit dem, was du selber angehst, ja, entweder an Weiterbildung oder ne, bewusst auch ein eigenes Lebenskapitel neu zu starten oder ja, mit einer bestimmten Entscheidung, einem bestimmten neuen Wissensgebiet vielleicht neu zu starten, dich damit zu entfalten, kommst du hier wunderbar voran. Das tut dir selber einfach auch wichtig, richtig gut, ne? Und wohl. Ja. Ja, vielleicht gehst du hier dann auch noch mal in konkretere Planung hinein, ne? Schaust, wie du es konkret noch weiter ausgestalten möchtest, ne? Dass du mehr Stabilität und Sicherheit hier auch erreichst. Ja, ich glaube, ich hole uns noch ein Lichtchen dazu. Jetzt wird es irgendwie sehr dunkel. Ja, vielleicht, na, kommt hier auch durch bestimmte Bescheide, öffentliche Schreiben. Tatsächlich glückliche Botschaft hinein, beglückende Botschaft, die dir so richtig auch nochmal Startschuss gibt für etwas, ne, befreienden,
Fluss in einer bestimmten Sache, ja, gerade auch beruflich vielleicht, ne, dass du ganz loslegen kannst mit dem, was dir entspricht und wohltut. Und da kommen ja schwierige, leidvolle Zeiten zu Ende. Ne? 10 der Schwerter haben wir hier. Hat das ja lange Warten und Zweifeln, sich Sorgen ein Ende? Ne? Darfst du hier ganz in ein neues Kapitel starten? Altes belassen, das hinter dir lassen, sehr schön. Ja, vielleicht, ne, findest du auch einen sehr wohltuenden neuen Arbeitsplatz. Ne? Am alten gab es hier vielleicht sehr viel Diskussionen, Streitereien, Auseinandersetzungen, ja, harsche Kommunikation. Das endet jetzt hier. Ja, und auch dahingehend, ne, dass du jetzt jemanden hier kennenlernst, überwindest du die Zeit des Alleinseins, ne, des Zweifelns an dir selber eben auch. Ja, es ist nicht an dem, dass du niemanden wieder kennenlernst. Nein, hier gibt es Möglichkeit, vielleicht bei einem Fest. Und gerade auch, wenn du selber, ne, etwas mit Leichtigkeit angehst und ja, dir selber einfach auch wohltust, dich vielleicht auch ganz herausputzt und zeigst, ne, dann ja, ist einfach die Möglichkeit gegeben, ne, auch jemanden kennenzulernen. Ja, hier können vielleicht dann tatsächlich auch Pläne und Vorbereitungen für eine bestimmte Sache tatsächlich zu Ende gehen und ja, ein Umsetzen dann, ne, auch starten. Ja. Wenn das alte Glaubenssätze sind, ja, die dich immer wieder auch niedergestreckt haben, dich belastet haben, du ja hier auch ganz in deine eigene Fülle und dein Erblühen kommen möchtest, ne? Auch wissen möchtest vielleicht, wo dein eigener Weg hingeht, ne? Gerade auch beruflich, berufungsmäßig gesehen, ja, dann melde dich sehr gerne. Wir können ja gerade mit der Instant Change Methode für dich auch nochmal ganz stark Rückenwind hineinbringen, ja, ganz magisch, ganz ja, energetisch stark, ne? Denn mit Instant Change informierst du dein gesamtes Energiesystem mit dem, was dir wichtig ist, ne? Wie du es haben willst, dein Leben hier, ne? Oder bestimmte Entwicklungen, auch ja, eben Thema Nachwuchs. Selbst das lässt sich mit Instant Change in die Veränderung bringen. Ne? Blockaden können aufgehoben werden, Ängste, Sorgen, Zweifel, und ja, wird der Weg dann hier einfach auch frei, dass du dich selber gut entwickeln kannst, dass ein Kinderwunsch ja auch in Gang kommen kann. Ja, melde dich sehr gern. Ich werde dich dabei gern unterstützen und begleiten. Ja, und es kann jede Thematik, und du brauchst auch nicht nur mit einer Thematik zu kommen, ja, es können mehrere Thematiken einfach auch sein, die wir in die Veränderung bringen. Ja, sehr geheimnisvoll ist das, etwas ganz Besonderes, diese Methode, aber sehr wirkstark. Schau mal, was hat das Liebesorakel hier für dich für eine Botschaft? Das kann auch eine nur für dich selbst erstmal sein. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Ja, wundervoll. Dein Gebet wird erhört werden, ne? Du wirst beschenkt mit Antwort, mit Klarheit, mit Gewissheit. Ja, wisse, du bist gehört. Ne? Die göttliche, geistige Welt unterstützt dich hier. Schützt dich und ja, schenkt dir innerlich auch, ne, die Gewissheiten und Antworten, die für dich wichtig und wertvoll sind, damit du deinen Weg gehen kannst, deine Dinge angehen kannst. Ne?
Ja, neugierige Offenheit, ja, das passt wunderschön hier zum Kind. Sei neugierig. Jeder Tag hält Überraschungen bereit. Delfine sind sehr neugierig. Wie Wissenschaftler sind sie stets daran interessiert, Neues zu entdecken, auszuprobieren und zu erfahren. Jeder Augenblick ist einmalig und kostbar. Er bringt eine einzigartige Qualität. Schau dich um. Gehe Wege, die du bisher noch nicht gegangen bist. Tu etwas Außergewöhnliches. Ja, herzliche Einladung zu Instant Change. Tu etwas Außergewöhnliches außerhalb deiner Gewohnheiten. Ja, geh Dinge auch einmal anders an. Ne? Urlaubszeit ermöglicht das, aber auch bewusste Entscheidungen. Ja, gerade ja, wenn dir Dinge einfach auch schwer werden, du da an bestimmten Punkten nicht vorankommst, ja, dann geh bewusst einfach auch mal andere Wege. Ne? Stellt sich hier, guck mal, Wunscherfüllung ein. Ja? Ja, und natürlich, lasst euch auch aufeinander ein, lernt einander kennen. Ja, mit aller Offenheit und Neugierigkeit. Und ja, bringt das natürlich einfach auch Bereicherung im Miteinander, ne? Bringt überhaupt miteinander. Ja, ich wünsche dir für alles Liebe, gute, gesegnete Entwicklung. Und ja, wie gesagt, wenn du hier Unterstützung wünschst für dich, dann melde dich sehr gerne. Schau auch gerne über die Links in der Infobox, was du von meinen Instant Change Angeboten da in Anspruch nehmen möchtest. Und ja, lass dich sehr gern begleiten. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Freue mich über dein Abo, dein Like, Teilen der Videos, deinen lieben Kommentar und wenn wir uns im nächsten Video dann wieder hören und sehen. Alles Liebe, bis dahin, deine Tara von Tarot Rainbow.